Die restliche Zeit nach der Inspektion werden trotz selbstverständlich weiter beschäftigt, bewegt, geritten, gefahren, gepastet. Jede Disziplin wird weiter trainiert und wiederholt, dass sie dann auf einem ganz guten Stand zur Abgabe bereit sind für den Vorbereitungsweg. Es werden auch die einen oder anderen Arbeiten rund um das Ross gemacht, das heisst frisiert werden sie, sie werden super vorbereitet, vom Schlag her, vom Putzzustand her, dass man das Ross Picobello super abgeben kann, für die Vorbereitungsweg, wo er im Sang stattfindet. Und auch da, in diesem Vorbereitungsweg sind wir weiterhin aktiv aus Unterstützung in Bezug auf das Fahren oder wenn es mit dem einen oder anderen Ross mal ein kleines Problem geben sollte, bis er dann den dritten Dienstbetrieb gefunden hat.